Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker Part 23. Wir haben im letzten Part den Bumerang erhalten. Den werden wir auch direkt mal ausrüsten. Aber ich kann hier immer noch nicht raus. Ich weiß gar nicht, wie man den hier benutzt. Das dürfte nicht viel anders sein als bei Ocarina of Time. Da oben. Hammer geil. Muss er zwei anvisieren, okay. Ah, die kann man direkt one-hitten, die Viecher. Schlag doch das Blatt, ey. Okay, weiter geht's. Kann ich ihn nicht hier einfach rüberschlagen? Was aussieht. Ist da wieder so ein nerviges Feed. Ich weiß gar nicht, wofür diese Teile da sind hier. Da hinten ist auf jeden Fall eine Truhe. Oh, die kann sich schlagen. Sonst kann ich hier nichts machen. Oh. Ah, cool. Ich habe mich hier irgendwie drauf gecheatet. Fallen wir da bloß nicht runter. Ich denke, das war Sinn der Sache. Oder vielleicht doch nicht. Jetzt bin ich wieder in dem Startraum. Ah. Ich glaube, das geht nur, wenn ich alle fünf auf einmal treffe. Ich glaube, das gelingt mir aus dieser Position nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es mir vielleicht von einer anderen Position gelingen würde. Vielleicht hier. Da oben kann man auch irgendwie hin. Das sehe ich ja jetzt erst. Wo komme ich denn da oben hin? Ah, schnell. Okay, gut. Das war knapp. Das hätte auch in die Hose gehen können. Das war dann wohl richtig. Komme ich aber nicht mehr dahin zurück. Wegen der Truhe. Ja, oder ich scheiße jetzt einfach auf die Truhe. Ja, scheiß auf die Truhe.
Ja. Der kann das. Der kann aus 30 Meter springen, ohne Schaden zu kriegen. Und der kann außerdem in der Luft schweben. Oder? Tatsächlich. Nein! Was machst du denn? Lol. Ich dachte, dir passiert jetzt was, aber das war mir doch nicht so. Ey, was soll das? Ach so. Ach so, jetzt check ich's erst. Ja, das ist super, ey. Okay, ich lade das nochmal kurz auf. Spring doch. Ey, das ist irgendwie... Was ist denn ein bisschen dumm? Das ist Link. Ich denke, das ist nur, um wieder nach oben zu kommen. Wir wollen ja jetzt eh nicht nach oben. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ach ja, ich bin natürlich so ein Mongo, falle noch ins Wasser. Und schon wieder. Ja, und wie ist das mit dem Xbox-Stick nicht einfach, obwohl der eigentlich ziemlich geil ist. Keine Ahnung, die Arme gehen mir auf jeden Fall jetzt auf die Nerven. Ja, war da was im Wasser? Ich glaube schon. Da wurde eindeutig, was wir hier machen müssen. Aber ich glaube, das sollten wir erst machen, nachdem wir die Truhe geholt haben. Und dann haben wir uns noch ein paar Rubine abgesahnt. Ja. Das ist so ein Tintenfisch, den ich ziehen kann. Oh Leute, ich wollte mich eigentlich gar nicht hinlegen. Warum schießt du nochmal? Schießt doch immer so gerne. Tschüss. Okay. Wo sind wir jetzt? Schon wieder in einem neuen Raum. In der untersten Etage. Da ist der Bosskampf. Da, wo die Truhe war, wo ich... Ich glaube, da in der Nähe ist der Boss. Aber wir haben ja eh noch nicht den Master Key. Wir haben ein paar Truhen übersehen.
Naja, aber da waren wahrscheinlich nur Rubine und sowas drin. Ich kann da nicht drauf, scheiße! Werde ich jetzt ertrinken? Nein! Oh, aber das ist knapp, ey. Ich hab fast den kleinen Link ertrinken lassen. Strike! Ich kann also so eine schiefe Wand hochklettern. Ja, springt da wieder rein, ihr Idioten. Sorry, ihr geht mir nicht auf die Eier. Oh, das ist auch noch ganz schön knapp. Ist das schon das Ziel oder ist der Saft ausgegangen? Okay, ich weiß, dass wir jetzt eine Bombe haben und ich weiß auch, wofür wir die brauchen, aber ich weiß nicht, ob wir das in der Zeit schaffen. Erstmal werde ich die wahrscheinlich killen. Ja, war klar, dass wir es nicht schaffen. Das war wieder so klar, ey. Den kann sich aber auch nirgendwo dranhangeln. Aber schnell im Rusher-Mode hier. Wieso geht das jetzt hier nicht weiter? Schnell! Sieh ihn an! Lass ihn nicht entkommen! Okay. Ja, und jetzt sitze ich hier drin fest, oder was? Oh ne, ich kann wieder raus. Jetzt muss ich aber trotzdem wieder da hochklettern.
So. Müssen wir noch ein Stückchen weiter und sind wir fertig. Aber wieso dreht sich das denn nicht mehr? Aber vielleicht in die andere Richtung, vielleicht dahin. Jetzt geht's auf einmal. Kommt zurück, war kurz eine Unterbrechung, aber wir sind jetzt wieder da. Ja, ich weiß aber jetzt nicht, wie viel Zeit wir noch haben, weil ich die Stoppuhr am Laufen hatte und die war jetzt auf irgendwas mit 23 Minuten. Was geht mir aber jetzt langsam schon auf die Eier? Ach so. Okay. Ich habe eine Schatzkarte gefunden. Aber cool. Jetzt sehen wir wieder eine neue Map. Können wir einen Schatz ausgraben? Schneller, 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 schneller. Jetzt gucken wir mal, wo wir gerade sind. Wir sind im Untergeschoss. Wir haben alle Räume entdeckt. Da ist ein verschlossener Raum. Da waren wir noch nicht drin. Dann gehen wir jetzt mal wieder zurück. Nach oben. Was war denn da oben? Da oben kommt man so auf jeden Fall nicht hin. Denke ich mir mal. Ah ja, hier waren wir ja. Du Wichser! Ich weiche aus, ich bin lustig. Komm her. Ist doch einmal. Das ist ein Untergang, Alter. Idiot. Seh nichts. Keine Ahnung, kann man sich jetzt hier irgendwie fortbewegen? Auf der Karte wird mir nämlich angezeigt, dass es da hinten noch irgendwas zu holen gibt. Da würde ich gerne hin. Hier irgendwie Speed machen. Kann ich mein Segel auspacken? Hätte mich auch gewundert. Ja. Kommt man mal von der anderen Seite rein? Ja, tatsächlich. Okay, dann gehen wir mal in den vorherigen Raum und gucken uns das da nochmal an. Da oben konnte man also doch noch irgendwie hin. Sehr interessant. War eigentlich sowas von egal, ob diese Spasten mich jetzt anspringen oder nicht. Ich einfach jetzt nur erstmal da hoch. Ah, die verlangsamen mich ja. Oh, Spastis, ey. Ach ja, jetzt geht mir noch nicht auf die Eier. Ich wette, das ist nur der Ausgangsort. Sondern eine Alternative wäre, einfach durchzuschwimmen. Yep.
geht also nicht. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass ich den Weg echt schwimmen muss. Aber das ist ja ein bisschen heftig. Es könnte echt so sein. Versuch's einfach mal. Ich meine, mehr als sterben kann ich ja eh nicht. Let's go. Oh, ja, genau. Ja, und dann komme ich hier nicht mehr hoch. Super. Das wird ganz eng. Komm, Link, das schaffst du. Oh, okay, gut. Wir sind fast oben. Also kommt man da irgendwie doch nicht hin. Vielleicht muss ich da später nochmal hin. Wenn ich vielleicht noch irgendein Item bekomme. Ich könnte es mir aber eigentlich nicht vorstellen. Aber... ach, das geht mir hier alles so auf die Eier mit den Spaß. Okay, jetzt gehen wir mal nach oben. Na, super. War ich da eigentlich schon mal drin? Stimmt, da war ich ja auch noch gar nicht. Jetzt kann ich ja eh zwei Gegner anvisieren, also sollte ich ja jetzt eh rein können. Hey, hallo, war noch mal ein kurzer Cut, aber ich bin jetzt sofort wieder da und waren gerade dabei, hier die Truhe zu holen. Jetzt müssten wir da reingeleiten können. Okay. Das ist jetzt auch wieder so ein Scheiß. Ah, das ist ja mindestens etwas. Ich glaube, unsere Tasche ist voll, unsere Rubintasche. Okay, es gibt jetzt nur die Truhe und die Truhe. Eine davon ist der Master Key. Ich hoffe mal, dass die eine, wo wir hinschwimmen wollten, nicht die Truhe mit dem Master Key ist. Weil ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Was mich aber richtig aufregt, ist, dass ich nicht weiß, wie ich zu dem komme. Das ist so richtig scheiße. Okay, dann gehe ich jetzt mal hier lang. Aber da oben waren wir doch auch schon mal drin. Also meine ich zumindest. Da haben wir auch nichts gefunden. Ist ja irgendwie ein bisschen blöd. Waren wir hier nicht schon mal? Ja, hier waren wir auch schon mal nachgucken. Das ist scheiße, ey. Wenn man so die ganze Zeit nach etwas sucht, dann findet man es trotzdem nicht. Aber auch nirgends was, womit man sich irgendwie porten könnte oder so. Hier sind so drei Bäume. Was ist das denn da? Ah ja, die Etage kennen wir, da waren wir auch gerade eben. Ja, hier waren wir gerade eben schon mal. Das nützt schon mal nichts. Hier finden wir eh nichts. Und Bock, das da jetzt wieder alles wegzufächern.
Wieso komme ich denn jetzt nicht an die Leiter dran? Ah, geht doch. Okay, dann suchen wir mal weiter. Aber wie in Gottes Namen soll ich da hinten wieder hinkommen? Damit hat sich die Frage erübrigt. Oh mein Gott, ich ahne gerade schon was. Ich wette, man musste die ganzen Slimes besiegen. Oh mein Gott. Ich wette, wenn man die so besiegt, kommt in die Truhe. Und dann wird da reingeportet. Oder noch nicht. Alle auf einmal tot. Nur der nicht. Habe ich mich wohl vertan. Das ist immer noch nicht durch. Ich weiß nicht, wie ich an die Mastertruhe komme. Den Raum gab es ja auch noch. Das ist die letzte Option. Anders können wir nicht durchkommen. Fällt mir auch gerade so ein. Es könnte gut möglich sein, da der, ach ja, ey. Da die krummige Blume ist, die hat irgendwie keinen Nutzen. Da oben ist irgendwas. Ich hoffe, das ist der Master Key. Echt, war das alles? Hier muss es doch irgendetwas geben. Irgendetwas Verstecktes. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das schon alles war. Was war da eigentlich nochmal? Eine Truhe. Wie ich diesen Raum hasse. Da findet man so zwei Truhen und dann ist hier so gar nichts mehr, oder was? Ich sehe gerade was. Das könnte des Rätsels Lösung sein. Ich glaube, das ist es echt. Oder nee, doch nicht. Ich dachte gerade ganz kurz, man konnte da in den Riss rein. Da habe ich nicht mal verguckt. Ja. Hier wird mir aber angezeigt, dass das das ist. Oder das ist einfach nur der kleine Raum da. Ja, keine Ahnung, Leute. Ich weiß echt nicht, wo das sein soll. Ich habe auch jetzt keinen Bock mehr zu suchen. Versuchen wir nochmal da unten reinzugehen. So. Ja.
Ach, das darf doch nicht wahr sein. Ich springe und der springt so nicht richtig. Das ist ja voll dumm. So etwas mit der Blume auf sich haben. Oh, ich war gerade unter der Map. Was war hier eigentlich nochmal? Ja, der Raum, den gab es ja auch noch. Oh, das habe ich jetzt nicht gesehen. Nein. Boah, war das knapp. Nein. Was soll die Scheiße denn? Ohne Scheiß. So dumm. Wieso hört er denn mittendrin auf? Das ist irgendwie ein bisschen verbuggt in dem Raum, ohne Scheiß. Geht gar nicht auf. Selbst so nicht. Ich speichere jetzt mal und mache hier meine Aufnahmepause. Wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker. Ciao.